Willkommen zurück. Folge Nummer 8 ist es in Tobi zockt Tomb Raider 2. Und ich habe hier mal oben abgecheckt gehabt, weil zum Ende der 7., da hatte ich ja gemeint gehabt, hier in diesem Bereich, jetzt, da geht's für mich nicht weiter. Wir müssen da unbedingt an den Typi vorne, dann eben weg. Und genauso ist es. Ich habe hier oben abgecheckt gehabt und da ist tatsächlich kein weiterer Hebel. Da vorne haben wir bloß noch eine Tür. Wir erinnern uns. Da wurden Schlüssel reingehört, ich aber jetzt dafür noch keinen Schlüssel in Tash habe. Und hier hinten um die Ecke rum, da geht's zurück zur Schleuse. Und da hatte ich auch ein bisschen mal rumgecheckt gehabt. Da ist leider auch nichts. Von wegen Schlüssel, von wegen Hebel, von wegen irgendwas, was wir brauchen könnten. Wir müssen also nach wie vor durch diese kleine Schleuse dann eben hier durch. Warte mal, wir hatten mal das Boot mitnehmen. Geradezu, also wenn wir jetzt in Bootrichtung gleich gucken werden, da sind natürlich auch noch die Unterwasserminen dann eben vertreten. Und da kommst du ja auch nicht so wirklich weiter, obwohl ich könnte mal versuchen, da durchzutauchen. Aber was bringt mir das da hinten, dahinter diesen Minen? Wow, kommen denen ziemlich dicht. Da sieht man, da ist ein Tor auch. Und ich weiß nicht, ob ich da unter durchtauchen kann, unter diesem Tor dann. Das weiß ich wiederum nicht. Kann möglich sein. Wollen wir mal probieren? Ich hatte hier noch gespeichert. Ansonsten ja durch diesen kleinen Gang wäre ich sonst hindurchgekommen noch. Oder gegangen noch. Und durch diesen Gang aber kommen wir auch wieder zum Typi hin, der da eben ja eh schon an der Schleuse da rumgammelt, rumkeimt. Also da gibt es auch auf Maul irgendwie. Ich werde mal probieren, durch diese Minen daneben hier durchzukommen. Vielleicht ein bisschen mal tiefer tauchen auch, dass die nicht ausgelöst werden. Vielleicht klappt's ja. Oder kann Lara die entschärfen? Nee. Es klappt sogar. Du kommst hier sogar durch, ey. Aber du kommst hinten nicht weiter. Oh, schade. Du kommst nicht unter diese Tür hindurch. Fast verschluckt hier noch. Aber man sieht schon auf der Tür, da ist dieses Symbol auch, das wir brauchen, ne? Welches uns zu diesem Dolch wahrscheinlich führt. Okay. Also Boot kannst du vergessen. Sonst wären hier keine Minen. Wenn das Boot da ebenso durchkommt, wie die Lara eben auch. Das kannst du schon mal knicken. Wir müssen also quasi an diesen Typi vorbei. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel Energie ich habe. Das werde ich gleich noch checken. Aber viele sind nicht. Also Medkits haben wir auf keinen Fall mehr in der Tasche. Das weiß ich natürlich noch. Pause war jetzt ein bisschen was länger gewesen. Aber Energiebalken, wie der aussieht. Zeig mal her, Lara. Ach so, du kannst ja keine Pistoletten ziehen, ne? Das ist ja auch wiederum. Wo ist denn er hier? Er muss hier um die Ecke sein, glaube. Ist er? Ist er? Tauchen wir mal hier weiter. Hier unter eventuell? Nee. Sah so komisch aus gerade. Aber ist auch nichts. Da unter vielleicht irgendwie was versteckt noch? Nope. Hätte auch gut möglich sein können, aber nope. Ich habe keine Ahnung, wie ich da mit dem Boot hingekommen bin. Also der Kahn, mit dem ich da auf der anderen Seite unterwegs bin, mit dem bin ich doch aber nicht gekommen, oder doch? Doch, ich möchte sagen, schon, ne? Mit dem bin ich schon gekommen. Erschien. Glaube ich nun. So, hier waren die Ratten drin. Hier liegt aber auch nichts mehr auf dem Boden. Okay. Dann müssen wir tatsächlich da weiter an diesem Typi vorbeitauchen. Oh, das kann heikel werden. Oder vielleicht hat der Typi gar einen Schlüssel in der Tasche. Pass auf, den musst du irgendwie legen. Und jetzt ist die Kacke erstmal richtig als so Dampf hier. Weil ich null Energie habe. Höchstwahrscheinlich. Mal gucken, wo war hier hin? Da ist ein Secret? Nee, da liegt jemand oben auf. Okay. Wo wir da hier hinkommen, so wollte man. Da kommst du hinten weiter durch. Hier dann? Bloß aufpassen, dass mir keiner anballert, ey. Mann, Mann, Mann. Ach, hier habe ich das Boot dann geparkt, auf der anderen Seite. Okay, so war's. Du hast hier doch zwei Kähne. Ha! Und du hast hier... Ja. Aber die Lara... Nee, die Lara ist bis zum Hals in der Scheiße. Sie kann die Wummen nicht ziehen. Ja, ich habe nicht mehr viel Energie. Okay.
Kommen wir hier noch weg irgendwie, ohne größeren Schaden anzurichten? Oh, das ist so ärgerlich, das ist so ärgerlich. Warte mal, mir klingelt's hier irgendwie. Geh mal. Ach nee, da oben, da war ich ja schon, ne? Ich wollte gerade sagen, ich könnte mit dem Boot da oben reinspringen, aber hier war ich ja schon. Ich dachte, das wäre eine Rampe bloß. Aber nope, die führt ja direkt hier oben rein daneben. Also ist eine Rampe, aber ich dachte, die Rampe hier, die wäre ein bisschen was unterbrochen, dass du da mit dem Boot hier oben reinscheppern kannst oder so. So dachte ich da eher mit. Aber ja, hier war ich ja auch schon. Stimmt, stimmt. Oh Mann. Ich könnte... Ja, wir müssen da irgendwie reinkommen, aber... Wie, ey? Da mit Boot rein? Und richtig Ärger machen? Richtig Ramazamba? Ja, das ist die Kacke. Du kannst da kein Ramazamba drinnen machen. Weil du aus dem Boot nicht rausfeuern kannst. Und sie hier, die können durch die Wände ballern, weißt du? Mann, oh Mann. Ja, ich muss nochmal neu laden. Hilft alles nix. Und irgendwie versuchen durchzulacken. Oh, jetzt hab ich so eine miese Stelle erreicht im Let's Play. Da wo das jetzt ewig dauern kann, bis ich hier Progress mache. Hä? Oh! Scheiße! Das ist zu gut. Ich kann den kompletten Level knicken, glaube. Mann, Mann, Mann. Oh, ist das ätzend. Ist das ätzend. Mann, das gibt's doch gar nicht. Ja, was tun? Kann ich hier oben aufstehen oder ist das wieder nur so eine Rampe? Weil, ja, der ballert mir da sofort weg, der Typi. Einfach noch ein bisschen was rumtauchen suchen. Was bleibt mir anderes übrig, ey? Irgendwo hoffen, dass noch irgendwo was rumliegt. Aber ich glaube, das kann ich komplett knicken. Ich kann Venedig von neu starten. Ah, kacke, kacke, kacke. Waren wir hier schon drin? Mal gucken. Aber in den Innenraum wartet doch hier Unheil. Da brauche ich doch gar keine große Hoffnung haben, ey. Dass da irgendwie ein großes Medkit drin liegt, wenigstens ein kleines. Dass ich wenigstens noch ein bisschen Aussicht auf Erfolg habe. Okay, Schlüssel. Kannst du scheinbar an den Wänden auch krabbeln und da kommst du nochmal hoch. Ist zu die Tür jetzt. Okay. Aha. Mann, dieses Level, ey. Das schafft mich nochmal. Das ist echt härter hier als dieses Add-on zu Tomb Raider 1. Das gibt's doch nicht. Ja, er kann mir wahrscheinlich beißen, während ich hier klemme. Ja, da ist der nächste Typi. Puh, ich hab die Automatics gezogen. Ich könnte Schwein haben. Können wir mal hier noch ein bisschen was umsehen, wo ich eventuell noch hinausweichen könnte. Nach vorne dann, okay. Aber er kommt ja hier gleich. Er kommt ja hier gleich. Nimm den Hund zuerst. Ja, ganz genau. Wir haben's. Okay. Medkit. Kleines. Und Hundi, bitte lass auch mal was liegen, ey. Ich hoffe immer so. Ich hoffe immer so sehr. Warte mal, ich werde mal erstmal nehmen. Nicht, dass das Tor hier aufgeht und dahinter da wartet weiteres Unheil und dann bin ich gleich down. Oh, ich beiß mir hier echt durch, ey. Okay. Mann, Mann, Mann. Ärgerlich alles, ärgerlich alles. Weil du vieles auch nicht wusstest aus diesem Spiel heraus, in diesem Game. Wie zum Beispiel eben, dass du... Ja, dass du... dass die Leute da zum Beispiel auch durch Stege oder sowas schießen können, weißt du? Das hat dir auch schon Energie gekostet in der Vergangenheit. Mann, 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 ey. Auch übertrieben viel hier los. Für das, was du findest. Sie müssten hierfür echt mehr, echt viel mehr verstecken. An Zeugs, an Goodies, an Medkits.
für meinen Geschmack dann eben. Das ist echt bockenschwer, dieses Game. So, muss ich hierher? Ja, meine Tür? Ist da ein Schlüsselloch irgendwo? Nee. Glaube, den muss ich... Ich weiß wo. Den muss ich doch da reindrümmeln, wo ich eben hergekommen bin. Na, was heißt eben hergekommen? Da, wo ich zuvor mal herkam. Da muss ich diesen Schlüssel reindrümmeln, glaube. Der Frosch, der ist wieder mit am Start. Och nö, jetzt ist er hier, oder was? Und ich komme nicht weg. Doch, ich komme weg. Oh, wie ärgerlich, ey. Oh, ich wusste nicht, dass ich da schon so dicht an ihm dran bin. Das ärgerlich. Das echt ärgerlich. Oh, Mann. Wieder von vorn, das Späßchen. Wenn man da bloß unter Wasser ballern könnte. Dann würde ich den Ausauret geben. Aber nee, du musst am Steg ran und du musst erst hochkrabbeln. So lange darf er auf dich schießen, ey. Das auch ein Unding, eigentlich. Und selbst wenn du vor am Steg bist oder unterm Steg, da kann er immer noch durchballern, ey. Mann, Mann, Mann. So, hier Schlüssel reindrömeln. Da ist doch bestimmt auch wieder Stunk angesagt da drin. Ich weiß das doch. Eiserner Schlüssel? Ja, passt hier. Aber dennoch, wie gemein, ey. Ja, da kommt er auch schon. Und hat mich? Hat mich nicht. Okay. Bald noch auf das Boot raufgeklatscht, ey. Lass Medkit liegen. Hat er. Bin mir nicht sicher, aber ich höre da irgendwie noch was drin. Oder ist das Hintergrundsound? Nee, ich kann auch Hintergrundsound sein. Aha. Oh, das ist eine reinste Qual, ey. Warum gebe ich mir solche Games? Warum mache ich es mir nicht gemütlicher auf dem Kanal, weißt du? Alle anderen zocken eher chilligere Games, Mann, ey. Und ich quäle mich ja jedes Mal erneut durch das nächste Let's Play irgendwie durch. Mann, Mann, Mann. Es macht mir auch Spaß. Ist jetzt, ja, mehr rumgespinne. Als Gejammere dann eben, als wirklich ernst gemeintet Gejammere für mich. Das auch. Es macht mir ja Spaß. Auch solch knackige Spiele mir daneben zu geben. Natürlich doch. Aber dennoch, ich habe ja schon gesagt, ich hätte Tomb Raider 2 als nicht so sehr knackig in Erinnerung. Es ist was Wahres dran, was die Leute erzählen. Damals waren die Spiele heftiger. Heute bist du zu sehr verwöhnt durch allen möglichen Schnickschnack, glaube ich. So, was nützt mir das Boot, wenn ich das da drüben habe? Das will ich jetzt mal wissen. Mal gucken, hier war der Typi? Ja. Da wollen wir nicht hin, Lara. Der kann unfairerweise auf uns ballern, wir aber nicht auf ihn. Oder haben wir hier irgendwo... Ey, das wird jetzt so ein Bond-Boot, weißt du, was nach vorne wegballern kann? Aber nope, so was haben wir hier nicht. Leider Gottes. So, jetzt habe ich schon zwei Boote hier. Was bringt mir das? Was bringt mir das? Liegt da neben hier noch was rum? Nee. Kommst du auch nicht? Nein. Da komme ich bloß rum zum anderen Boot daneben. Da drin, da ist noch ein Typi, der kann ballern, der darf ballern. Ja, was bringt's mir? Gute Frage. Was liegt denn da rum im Wasser? Ach so, das sind ja natürlich die Gondeln. Okay. Ja, so wäre ich jetzt regulär mit diesem Boot dann eben rübergekommen. Aber rüber ging ja auch so, indem du einfach unter der Schleuse unter durchtauchst. Und auf der anderen Seite war ja dieses zweite Boot dann eben. Kann ich nach vorne springen? Nee. Das geht nicht, ich kann bloß seitwärts aussteigen. Bin mir jetzt nicht sicher, wie viel Energie ich habe. Sehe ich das hier irgendwo im Menü? Nee. Muss raus und Waffe zücken. Irgendwo, irgendwie. Und den einfach überscheppern mit dem Boot, das geht auch nicht. Da ist innen aber noch ein Knopf, das sehe ich von hier.
Und dieser Knopf, der wird uns jetzt, ist die einzige Möglichkeit, jetzt hier irgendwie weiterzukommen. Ich möchte mal versuchen, auf das Boot vorn aufzusteigen. Ich werde das mal in Sicherheit probieren. So dann. Mal gucken, vielleicht kann sich ja Lara dann eben vorn hochziehen und stehen drauf. Nee, geht aber nicht. Oh, das hat hier eine ziemlich große Kollisionsbox um sich rum, das Bootchen. Okay, okay. Ja, ärgerlich, ärgerlich. Wie willst du ihn da drinnen ausschalten? Du musst einfach bloß schnell rein, aussteigen, rausspringen aus seinem Kahn und dann sofort losballern, ne? Gib mir dazu mal... Ja, was soll ich anderes probieren, ey? Ich könnte hier nochmal speichern an der Stelle. Das wäre schlaubi-mäßig. Machen wir mal eben. Ey, wie konnte ich es dann nur verdrömeln zu speichern, statt zu laden, ey? Auch wieder so ein Tobi-Ding, weißt du? Mann, Mann, Mann. Nee, nee, nee. Das ist nicht übel. Dann rein, schnell rausspringen und dann mit der Schrot rauf auf ihn. Mal gucken, ob das so funktioniert. Vielleicht hat er auch einen Knüppel, das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Da hat er schon auf uns geballert, ne? Ey, wie zielsicher er auch ist, Alter. Und dann, ja, dann erstmal diesen Steg auch treffen. Oh, das ist ärgerlich. Ist echt, eklig. Eklig ist, glaube ich, das richtige Wort für dieses Level hier. Mit den ganzen Gegnern. Die auf dich ballern dürfen, aber du nicht auf ihn. Die meiste Zeit. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich wollte doch laden. Ach so, ich habe bloß die Memcard jetzt ausgewählt, oder wie? Erst? Oh, es ist ärgerlich. Es ist echt hart. Auch. Jetzt. So zu zocken. Nochmal probieren? Ja, was anderes fällt mir hier nicht ein. Ich könnte vorne hintauchen und mich schnell hochziehen. Und dann womöglich auf Korn nehmen. Den Dewey. Hier dann. So tief wie möglich angehen. Und dann schnell hoch hier. Ah, die Lara, ich kann da nicht greifen. Oh, das ist auch so übel. Und er darf da aber durchballern, weißt? Mann, komm schon. Ich könnte innen eine Kurve drehen und dann womöglich über die Rampe rausspringen mit dem Boot. Bloß, was bringt mir das, ey? Was bringt's mir? Hab keine Ahnung, ey. Du wirst hier, ich glaube, mich zurück sein Sinn, du wirst hier früher oder später auch gejagt mit Boot. Also da wurde ich ein Boot verfolgt mit irgendwelchen Schergen drin. Und die Schergen wiederum, die musst du in die Minen locken, wenn ich da richtig liege. So sehr habe ich es nicht mehr im Hirn drin. Aber wenn ich da richtig liege, dann könnte das so gewesen sein damals. Bin mir da aber echt nicht sicher. Und ich glaube, dieser Raum, der hat da auch mit zu tun. Oder dieser Schalter darin, dass da gleich Stunk dann ist, sobald du den drückst. Kann gut möglich sein. Ich bin mir da echt nicht sicher. Aber wir müssen den da irgendwie dauern. Und wie am besten, ey. Da drin in seinem Stübchen. Wie am besten. Mir fällt da keine andere Lösung ein, außer schnell rein, raus aufs Boot und dann losbratzen. Habe ich jetzt immer noch die Schrot in der Hand? Ich werde mal vorsichtshalber nochmal auswählen. Nee. Mir fällt keine andere Lösung ein. Ich dachte, eventuell hättest du hier noch irgendwie ein Item drin, was den Arsch retten könnte. Aber nee, ist nicht. Das ist gemein, ey. Ja, was soll's. So lange probieren, bis das irgendwann mal sitzt. Komm schon, spring! Oh, das war's schon wieder. Hinten kannst du stehen. Das ist ein guter Hinweis. Okay. Und sofern das Wasser, glaube ich, zumindest nicht zu tief ist, kannst du da drin auch ballern. Wenn dir bloß die Knöchel feucht wären oder so. Glaube ich zumindest. Wir werden's probieren, ey. Irgendwann sitzt's. Ist jetzt bloß eine Frage der Zeit. Oh Mann. Kannst du solche Stellen, solche... Ja, dass du dich so festzocken kannst in so einem Spiel.
spring. Ah, oh, Lara, was machst du? Der Kahn hier, der backt. Sadie, bin gleich bei dir. Ey, da backt der Kahn rum. Ich war die ganze Zeit schon am Springen und er hat hier nicht geballert. Warum auch immer. Er hat noch nicht mal... Doch, hat er. Irgendwie was liegen lassen. Aber bloß Clips. Oh, ätzend. Mit so einem Fitzelchen Energie. Das kriegt noch mal besser hin. Will bloß mal checken, mal kurz, was hier los ist. Okay, da komme ich so nur durchgetaucht, glaube gar. So, Kahn oben raus und dann? Jetzt ist hier Alarm? Ja. Und jetzt wirst du verfolgt, glaube. Oder? Bin mir nicht sicher. Ich weiß noch nicht mal mehr genau, wo ich hier lang muss. Ich muss bestimmt noch an den Typen vorbei, der da eh rumballert. Der da eh rummalt. Oder? Der ist doch hier vorn. So, hier durch. Und da müsste ich bald da sein. Da ging eine Uhr gerade. Glockenturm. Aber mich verfolgt hier niemand. Und ich weiß ja, ich kann da durchtauchen. Also machen wir das doch mal. Ach so, du musst hier Hackengas geben. Oh. Ist das gemein. Okay. Doch keine Bootverfolgung. Und ich komme vorne an den Schlingel da ziemlich, ziemlich gut noch bei weg. Und ich glaube, dann ist auch Venedig abgeschlossen. Hierfür. Das machen wir mal eben noch. Das kriegen wir mal eben hin. Weiß nur nicht. Warte mal. Warte mal. Ich habe gespeichert vor dem Typen. Den krieg noch mal gedauert. Ich möchte mal probieren, was hier los ist jetzt. Okay, mit Boot kannst du knicken. Und Lara geht mit drauf. Und Lara kann auch nicht rausspringen. Dass er ein Kahn opfert, oder? Lass mir das mal probieren. Weil zwei Boote haben wir ja. Lass mir das mal probieren, dass du vorher rausspringen kannst dort. Mal gucken, volle Fahrt. Ja, das geht sogar. Okay. Dann ist der zweite Kahn nur dazu da. Alles klar. Dann komm du mal mit. Und wir machen mal da Stunk bei den Typen drin. Mal probieren, ob wir den nochmal so kriegen. So, nochmal zur Schrotflinte wechseln. Ich glaube, da hat ein Schuss gelangt schon dafür, oder? Mit der Schroti? So, hier hinten wieder her. Spring schon! Ah, das backt hier wieder! Ah, schieß, Lara! Lara! Andere Seite! Oh Mann. Okay, glaube ich, schaff's so aber durch. Das sollte möglich sein. Na gut, ich muss an den anderen da auch noch vorbei, ne? So, ich darf jetzt erst in aller Gemütlichkeit, in aller Ruhe einsteigen. Und erst wenn ich hier oben rausspringe, ich glaube, dann geht dieser Glockenturm los. Muss also diese Minen vorher... Ja, ganz genau. Vorher dann eben schon beseitigen. Oh, das steuert sich hier aber auch, das Gefährt, ey. Das kriegen wir ja aber gebacken. In der Folge noch. Und wenn die 14 Minuten lang wird. Ja, Glück gehabt. Aber wie soll ich an denen vorbeikommen? Wie? Sag mir wie. Please. Und das war's jetzt? Das ist noch nicht mal mehr ausgestiegen, die Lara. Alter, wie schnell musst du denn da sein? Oder hat die Zeit da drinnen schon gezählt? Während ich da drinnen noch war? Na, muss ja, ne? Ich war doch gut unterwegs, oder?
Oder kann man hier irgendwo abkürzen? Den Weg. Bloß wie? Ich hoffe, ich hab die Schrotflinte. Komm schon, Lara. Halt an den Kahn und spring seitlich raus. Ganz genau. Und jetzt gibt den Zweier. Ah, oh, wieder. So mies. Ich schaff's nicht mehr, irgendwie Glück zu haben, sodass er gar nicht erst losballert. Aha. Oh, das ist ätzend. Ich dachte, das wäre random. Oder hat zumindest gehofft, das wäre random. Was er denn liegen lässt, was er denn droppt an Loot-Zeugs. Aber er haut immer wieder Munition raus. Schade, ey. Da muss ich hier doch mit Boot oben durch. Dass es da für mich kürzer ist, oder was? Mal gucken. Mayalaim? Ja, nee, du kommst ja gar nicht so hoch. Okay. Dann muss ich einen Kahn dafür verwenden, um diese Minen auszuschalten. Und an dem Typi hier vorne kommst du ja so auch nicht vorbeigetaucht, oder? Ich muss es probieren, Alter. Was bleibt mir andere übrig? Er senkt mir gleich eine? Nee, er trifft nicht, okay. Oh Mann, ey. So, jetzt Feuer raus, Lara. Schöne Ding. Sind alle hin? Müssen eigentlich. Ja, wunderbar. Okay, jetzt bloß noch an den Typi irgendwie vorbei. Soll ich nochmal speichern? Nein, ich bin mir sicher, ich komme da irgendwann nochmal besser bei weg. Bei den Typen, den ich da am Schalter ausschalten muss. Oh, es ätzt so, dass du nichts zum Heilen mehr hast. Oh. Mama, Mann. Muss mal gucken, vielleicht. Ja, wenn das jetzt hier nicht hinhaut, wenn ich jetzt hier tatsächlich so meine 30, na, ich bin wahrscheinlich schon bei 30 Minuten in dieser Folge. Aber wenn ich jetzt hier tatsächlich keinen Progress hinkriege, dass ich dann doch nochmal Venedig von vorne starte, aber offscreen so hinzocke, dass ich hier dann eben wieder lande, weißt? Dass ich nicht komplett das Level nochmal zeigen muss. Für uns. Und ja, dass ich mir da eben bisschen was hinzocke mit. Sag nicht, ich bin jetzt schon da und hab den Typi irgendwie umgehen können. Glaube nicht, ne? Denke nicht. Der kommt doch hier erst. Wow, wie hab ich denn das gemacht? Cool. Es gibt einen kürzeren Weg dann. Okay, den muss ich mir nochmal reinziehen. Dann komme ich da auch durch. Ich nehme mal an, dann ist das hier das echt das Ende des Venedig-Levels. Wenn ich da durch bin mit dem Boot. Lass mich auch nochmal ankicken. Ich bin hier lang? Hier durch diesen Kanal natürlich durch. Geradezu hinten lang. Und dann hier gleich rum, glaube, ne? Ach nee, da ist er ja auch schon. Nicht zu dicht, Lara. Ich bin noch aber. Ach, da lang, okay. Hier so wärst du ihn entgangen. Und dann? Dann hier Yala machen? Da durch? Ja, da bist du vorn rum dann aber besser dran, glaube. Das schon. Und wenn das nicht funktioniert, na gut, dann komme ich diesen Weg, der ein bisschen was länger zu sein scheint, auch easier zurück. Okay. Aber du hast echt nicht viel Zeit dazu. Leider. So, er ist jetzt down. Und ich komme mit dem Boot hier rein. Das auch gleich so? Richtung Ausgang? Und drück auf den Knopf. Und dann geht's los. Okay. Speichern hier nochmal, würde meinen. Besser ist.
Speichern, wo bist du? Hier überschreiben? Natürlich doch. Und dann wartet. Bitte mal raus. Draußen nicht geradeaus, sondern links. Und dann einfach den Typ hier entgegen und hoffen, dass er mir keine scheuert. Zwischenzeitig. Komm schon, dreh dich, Lara. Jawohl! Gleich eingestiegen, cool. Zieh rum, 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 rum. Ah, wo willst du hin? Ich wollte andere Seite rumgelenkt haben. Ah, die Steuerung, die ist zu krass, ey. Die ist echt zu krass. Das schaffst du nicht. Ach, du kannst Jalla machen. Oh, Leute. Wenn du A gedrückt hältst. Oh, okay. Du darfst da keine Ecke mitnehmen dann. Dann gib das Boot nochmal richtig Stoff. Alter, wer soll denn sowas wissen? Warum gibt's kein Tutorial dazu? Über alles. Über die ganze Steuerung und so weiter und so fort. Wie du überhaupt aus dem Boot aussteigst. Oh, Mann, Mann, Mann. Aber ja, ich schaff's dann. Ich schaff's dann. 100 Pro. 100 Pro. Wenn sich der Kahn mal vernünftig steuern ließe. So, mal gucken, ob ich gleich rein. Schwing, ey, ich hab doch gedrückt. Schwinkern. Und hier mal ein bisschen was drehen. Ah, so ein Scheiß. So ein Scheiß. Okay, okay. Ich dachte, ich mach Schlaubi und leg da einen Sprung hin, da wo sich der Kahn in der Luft ein bisschen dreht. Aber ich glaube, solch Physik gab's hier noch nicht. Das glaube ich. Oh, scheiße. Ja, wir haben's gleich. Ich nehme mal an, wir haben's gleich. Oh Mann, ey. Diese Folge, dieses Level. Und ich hoffe, das nächste Level, da ist meine Energie dann eben auch wieder aufgefüllt. Ich hoffe, das Level, das wird hiermit beendet. Dann eben, indem ich da vorne durchknittel mit dem Boot. Und dann ist meine Energie aber auch wieder voll. Das hoffe ich auch. Komm, dreh den Kahn, Lara. Und dann machen wir hier Jalla. Dann nehmen wir mal ein bisschen Gummi hier. So, Typi. Hier immer bloß noch rum. Und dann durch diese enge Gasse hier irgendwie manövrieren. Oh, Kahn, ey. Oliver. Wow, wow, fast wieder gegengescheppert dort. Oh, komm schon! Oh, du musst echt immer Speed geben. Selbst in dieser kleinen Gasse. Du darfst nirgendwo, nahezu nirgendwo gegenecken, ey. Oh, it is that Dark Souls. Tomb Raiders. Oh, Mann. Oder bist du doch andere Seite schneller? Nee, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Du hast doch hier viel breitere Kanäle daneben. Da, wo du Jalla machen kannst. Wo du dir auch was erlauben kannst mit. So, schön, Lara. Du hast gleich Speed gegeben in dieser Zwischensequenz. So, drehen kann! Kommst da nicht vernünftig raus, ey. Hier auf Vollstoff. Vollschmotten lang. Immer. Und hoffen, dass ich nirgendwo gegen Ecke rum hier mit da! Geht so nicht. Das kann man so nicht abliefern, Leute. Oh, was ist das für ein Level-Design? Das kann so nicht sein, dass das Boot spinnt in solch engen Kanal. Das muss da sauber durchflutschen. Dafür müsst ihr doch sorgen, ey, wenn ihr schon solche knappe Zeit da vergibt. Für diesen Kackweg. Mann, ey. Komm schon. Backt einem das Boot darum. Mann, ey. So, gleich rein in Boot hier wieder. Möglichst sauber versuchen, oben jetzt rumzukommen hier. Ja, wieder Kacke, wieder Kacke. Oh, komm schon. Mann, ey. Ich brülle meine ganze Nachbarschaft hier schon zusammen. Es ist mitten in der Nacht. Wie spät haben wir es? 3.25 Uhr. Ich bin total bekloppt, jetzt überhaupt noch aufzuzeichnen, ey. Mann. Komm schon. Das kann doch nicht wahr sein. Da meldet sich Seidi schon. Mann, Mann, Mann. Ah, nee, nee, nee.
Es ist echt ätzend, echt ätzend. Ja, wo sich der Kahn hindreht, ne? Ey, kalt nach links gedrückt. Oh, ich muss irgendwann mal mit Controller-Cam zocken, damit ihr mir das auch glaubt, ey. Und der macht erstmal eine Rechtsdrehung. Oh. Ja, wo will ich hier überhaupt hin? Ich hätte ihn da gleich überfahren sollen. Ah, scheiße, ey. Kannst du vergessen, kannst du vergessen. Puh, machen wir das in der nächsten Folge, ey. Einmal probiere ich noch. Einmal lass mir mal bitte noch probieren, ey. Aber dann ist auch Feierabend. Hier für diese? Ach so, er hat wieder auf der Memory Card rumgekramt. Ich dachte schon, er ist schon beim Laden, ey. Mann, oh Mann. Ey, die ist echt zum Mäusemelken. Ihr könnt das sicher nachvollziehen. Du kannst das bestimmt, ey. Ich lieg doch da mit meiner Annahme nicht verkehrt, ey. Dass das einfach nur kacke designt ist, oder? Dass man da auch einfach nur hätte... Komm jetzt rum hier, du Kahn. Einfach nur hätte besser modellieren können auch. Da nicht noch durch so einen engeren Abschnitt durchzumüssen mit dem Kahn hier. Wow, cool. Der war Miami Vice-mäßig. Und jetzt habe ich es geschafft, okay. Oh, ich dachte schon eher nicht. Oh, ey, nochmal fast Herzinfarkt hier zum Ende. Mann, ey. Eine Stunde, eine Minute und 12 Sekunden. Zwei gefundene Geheimnisse hier. Besiegte Gegner 21. Moon 479 verbraten. Treffer davon 352. Benötigte Medkits 5,0. Zurückgelegte Distanz 5 Kilometer und 14 Meter, wollte ich schon sagen. Und 140 Meter dann. Okay, okay. Aber wir haben's, ei. Heieiei. Wir machen mal weiter. Ah, nee, wird eh gespeichert. Ich wollte da nämlich noch, dass gespeichert wird, jetzt hier zum Ende der Aufnahme dann. Mal gucken, wo wir jetzt sind. Boah, warum muss ich denn jetzt so abwürgen und rülpsen hier? Das gibt's doch gar nicht. Okay, immer noch Venedig, oder wie? Alles klar. Dann können wir einen hübschen Venedig-Rahmen machen, Seidi. Nehmen wir mal an, ist immer noch nach wie vor Venedig und habe ich hier Energie. Siehst du hier wieder nicht? Ich muss erst... Boah, Ritter! Muss erst irgendwo aussteigen. Lass mir doch ausreden. Da ist eine Ratte oben auf. Oh, zu gut. Ach so, du kommst dann hier rein erst. Okay. Noch eine Ratte? Noch eine Ratte. Und Energie ist voll. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Alles klar, dann machen wir hier demnächst dann weiter. In der neuen schon. Neun Folgen schon runtergerissen in Tomb Raider 2. Und ich nehme mal an, es bleibt so knackig hart. Ich werde hier noch das ein oder andere Mal rumfluchen müssen, glaube ich, in diesem Let's Play. Oh, echt, ich hab's gesagt, ne? Warum gebe ich mir solch schwere Spiele? Ich hatte das nicht so schwer in Erinnerung, ey. Gut, gut. Sollte ja auch nicht weiter labern. Umso länger wird die Folge dann. Ich hau dann rein. Macht's gut, zusammen. Und vielen Dank für Zugucken. Speziell, ein spezielles Danke dann an dich, der du gerade zuguckst, auf jeden Fall. Hoffe, du bleibst auch gesund weiterhin und ja, hoffe, du hattest Spaß hiermit. Ich kann nicht wirklich sagen jetzt am Ende dieser Folge, dass ich hier Spaß hatte. Es war manchmal Stress pur, aber ja, du verstehst das sicherlich. Bin dann raus, mach's gut, halte die Ohren steif. Tschüssi dann.